Herzlich willkommen zum Webinar Verkaufen im Flow. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, eins der schönsten Webinare. Warum? Weil es im Endeffekt die Kommunikation zwischen zwei Menschen ist. Mehr ist Verkaufen einfach nicht. Und der eine versucht dem anderen einen Vorteil zu bringen und dafür wird er entsprechend entlohnt mit Geld. Das ist gutes Verkaufen. Also was bringt dir dieses Seminar? Du weißt nachher laserscharf, warum deine Kunden kaufen und warum sie bei dir den Abschluss tätigen. Und du findest heraus, wie du den echten, den wahren Bedarf deines Kunden eruieren und auf den Punkt bringen kannst. Und wir gehen die komplette Gesprächsstruktur in diesem Webinar durch. Wie schaffst du es, echtes Interesse von deinem Kunden zu bekommen? Und für diejenigen von euch, die das erste Webinar schon mitgemacht haben, die kennen das Navigationssystem oder die Leute, die schon mal bei uns im offenen Seminar drin gewesen sind. Und dieses Navi, das passt auch hier wie die Faust aufs Auge und deswegen bringen wir das mal einmal mit rein. Das Navigationssystem arbeitet exakt in drei Schritten. Punkt Nummer 1 ist der Ist-Zustand. Wo bin ich? Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Wo stehe ich denn jetzt gerade mit meinem Vertriebsprozess? Warum kaufen Kunden überhaupt? Und Kunden kaufen nur aus drei Gründen. Aber die muss ich auf den Punkt bringen. Ist dem Kunden das immer bewusst, warum er kauft? Wenn nicht, wie gehe ich damit um? Und ist Verkaufen eigentlich emotional oder ist das rational? Und wenn es das eine von den beiden ist, schaffe ich es immer, da laserscharf drauf einzugehen? Punkt Nummer 2, und das ist mega wichtig, was kommt. Ich muss das richtige Ziel in das Navi eingeben. Wenn ich Verkäufer frage, was ist das richtige Ziel, da sagen mir 100% Umsatz und Gewinn. Also, ich schreibe das einfach mal mit rein, weil es ist ja auch nicht ganz verkehrt. Umsatz und Gewinn. Der Punkt ist, wenn ich Umsatz und Gewinn im Fokus habe, dann steht nicht mehr mein Kunde im Vordergrund, sondern Umsatz und Gewinn. Das merken Kunden und das quittieren die uns auch. Und das quittieren sie uns in der Regel nicht positiv. Also irgendwo brauchen wir noch ein übergeordnetes Ziel. Und wer glaubt, dass das nicht wichtig ist, macht folgende Übung. Geht auf einen großen freien Parkplatz, nehmt ein Auto mit, ein Fahranfänger auf dem Fahrersitz. Und ihr auf dem Beifahrersitz. Auf diesem großen freien Parkplatz ist eine einzige Laterne. Und ihr sagt ihm, fahr nicht gegen diese Laterne. Und was macht er automatisch? Entweder fährt er gegen die Laterne oder zumindest in die Richtung. Warum? Weil dieses Ziel, das haben wir ihm so dermaßen in den Kopf reingeprügelt, dass der gar nicht anders kann, wie das zu fokussieren. Wir haben einen total netten Kollegen gehabt bei einem Vertriebstraining, aber bei dem, das war so einer dieser Auerverkäufer. Das war jemand, der eine Ziege in 5 Minuten totgeredet hat. Der hat sehr schnell den Erklärbär gemacht und der Mensch war eigentlich total eine Nebensache, obwohl der privat mega nettes Kerlchen war. Und in der Pause, die Geschichte ist geil, in der Pause sagt der Dirk, komm mal mit. Klappt sein Notebook auf und auf dem Notebook, auf dem Desktop ist Boost drauf. Der weiße Hai aus dem Film Findet Nemo. Vorne klein Papa Nemo und klein Dory. Und er sagt, Dirk, das ist mein Bild für Verkaufen. Ich bin der Hai. Ich sage, Alex, Kunden sind Freunde,
kein Futter. Dieses Bild hat dem seinen Fokus total verrückt. Und ja, wir Verkäufer, wir sind manchmal verrückt. Verrückt, wenn wir auf Umsatz und Gewinn nur drauf schielen. Wer auf Umsatz und Gewinn schielt, der hat nicht mehr seinen Kunden im Fokus. Also brauchen wir ein übergeordnetes Ziel. Und Freunde, der hohen Umsätze, Umsatz und Gewinn ist nicht unwichtig. Und natürlich kommen wir dazu nachher noch. Und ihr vergesst auch nicht, dass ihr den Abschluss macht. Natürlich nicht. Wir gucken nur, was ist das primäre Ziel. Und wenn wir das haben, dann wird es leichter. Und was jetzt kommt, hört sich an wie eine Floskel. Ist es aber nicht. Was wir über Umsatz und Gewinn drüber stellen, das sind begeisterte Kunden. Und nicht als Floskel, nicht als Redewendung, nicht als frommer Wunsch, sondern als tiefe Lebenseinstellung. Wenn ich das wirklich drin habe, dann wird es leichter. Und euer Kunde, der merkt doch auch, ob ihr nur den Abschluss wollt oder ob ihr an ihm interessiert seid. Die Leute, die nur auf Umsatz und Gewinn draufstieren, da kommt die Auer-Methode bei raus. Anhauen, umhauen, abhauen. Das sind die Jungs, die der Großmutter 10 Kilo Vogelfutter für die Kuckucksuhr verkaufen wollen. Das macht keinen Spaß, denen zuzuhören. Wenn ihr es aber schafft, eine Stufe weiter zu gehen, dann wird aus diesem Auer-Effekt sowohl für euch als auch für den Kunden der Aha-Effekt. Jetzt wird es schön leicht. Absolut genial, oder? Und das machen wir hier in dem Seminar, dass wir mal gucken, ist das überhaupt Realität mit diesen begeisterten Kunden? Und der ein oder andere von euch, der sagt jetzt vielleicht, also ich habe den Kunden ja eh schon nur im Fokus. Wir hinterprüfen das mal. Vielleicht seid ihr tatsächlich schon einer der wenigen, die das schaffen. Dann habt ihr keinerlei Druck im Verkaufsprozess. Solltet ihr Druck im Verkaufsprozess zwischendurch haben, dann gucken wir mal, an welcher Stelle tatsächlich der Engpass ist und den beseitigen wir. Cool? Wenn du schon Vertrieb aus dem Homeoffice die Einstellung gemacht hast, dann kannst du Episode 2 jetzt überspringen und direkt zu der 3 gehen. Wir sehen uns gleich. Ich freue mich drauf.